Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und diese Mod-Vorstellung hier findet mal auf Cyberplayer statt. Und wieder gleich mit einer neuen Entschädigung. Und zwar, es kamen keine Videos, weil ich habe endlich meinen neuen PC bekommen, auf dem ich hier gerade spiele. Und ja, und daher kommt das auch. Denn es gibt einige Probleme. Und zwar Jedi Knight zum Beispiel, irgendwie hat das irgendeinen Error, wenn das funktioniert. Half-Life hat irgendwie einen Engine-Error. Also da muss ich noch ein bisschen rumtüfteln. Ich weiß nicht, wann die nächsten Videos davon kommen. Aber sie werden kommen. Und da muss ich noch ein bisschen rumtüfteln. Ich mache nur bei Half-Life mit Black Mesa weiter und bei Star Wars sowas anderes. Also wir haben genug noch in Reserve. Wie ich es gerade vielleicht schon in meinem Inventar gesehen habe, geht es heute nicht um diesen Mod, sondern um den Bibliocraft Mod. Dieser Mod fügt einige Gegenstände hinzu, also Blöcke, die ganz nützlich sein können für das alltägliche Leben in Minecraft. Vielleicht genauso wie der Furniture Mod, der hat ja auch einige Sachen mitgebracht und ich bastel hier einfach mal ein bisschen rum. Und ja, wir wollen gleich damit anfangen. So, und hier mit dieser Truhe sind die ganzen Hilfsmittel drin, die wir brauchen werden. Aber wir fangen mit dieser Truhe an. Und zwar fangen wir einfach mal mit dem ersten an, das Eichenholz Bücherregal. Hiervon gibt es für jede Holzart, ich kann es auch austauschen, jetzt haben wir nochmal das Akazien Bücherregal. Und ihr seht, man kann das wirklich überall drauf platzieren, hier so schön. Kann man auch, okay, es platziert sich immer hinten auf einem Block. Oder, ja, hinten. Ja, und das ist das erste Hilfsmittel raus, Hilfsmittel, und zwar Bücher. Einfach nur rechtsklick drauf. Zack. Oh, okay, so geht das nicht. Okay. Neu, geht das nicht. Okay, seht Leute, ich bin hier wieder richtig schön vorbereitet. Okay Leute, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es funktioniert tatsächlich nur mit verzauberten Büchern, beschriebenen Büchern und Buch und Feder. Das sind die einzigen Bücher, mit denen das funktioniert. Und dann haben wir unser schönes, volles Bücherregal. Und ja, dann geht's auch gleich mal direkt weiter. So, als nächstes haben wir dann das Eichenholz-Trankregal. Das kann man sich bestimmt schon denken. Nehmen wir wieder einen Crossblock. Also, dann haben wir hier. Dann gehen wir natürlich einfach mal random, holen wir uns mal hier ein paar Tränke raus. Und können mit Rechtsklick, wenn wir die Tränke rechtsklick haben und rechtsklick auf das Regal machen, einfach die hier reinstellen. Was ich für ein sehr gutes Lagerungssystem halte. Und stimmt, ich wollte euch auch noch mal ein paar Crafting-Rezepte zeigen. Die können wir gerade mal sehen. Hier und zack. Das ist das Regal, das hatte ich. Ja, schon. So, das Eichenholz-Bücherregal craft man so. 6 Eichenholzbretter und 3 Holzstufen. Natürlich hier jeweils auf das Holz angepasst, also das könnt ihr euch dann aussuchen. Das Trankregal machen wir mit Eichenholzstufen, jeweils 6 Stück, 3 oben, 3 unten, Eichenholzbretter und einer Glasflasche in der Mitte. So, dann gucken wir uns als nächstes Eichenholzregal an. Ist auch einfach nur ein ganz simples, ich probiere es mal kurz mit Grasblöcken, ja genau, da seht ihr es schon. Nehmen einfach mal ein paar random Blöcke raus, so. Zack, einfach rechtsklick immer drauf. So, und dann setzt das da oben drauf. Ja. Wenn wir einfach rechtsklick auf den entscheidenden Block machen, dann kommt es auch wieder raus. So, nehmen wir alles raus. Ich habe mal Erfolg bekommen. Man kann es natürlich auch so einordnen, also das geht alles. Machen wir erstmal wieder Tag. Auch und übrigens, das Regal craftet man mit 3 Eichenholzstufen und hier oben und dann noch ein Holzbrett in der Mitte. Okay. Das nächste ist das Werkzeugregal. Das craftet man sich so. Rundherum Eichenholzstufen, also egal eigentlich welche Holzstufen ihr nehmt, und ein Eisenbarren in der Mitte. Und dazu brauchen wir jetzt folgende Hilfsmittel, und zwar die hier. Okay, das setzen wir uns wieder auf so einen schönen Grasblock. Tun es dahin. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 von diesen Linien. Sagt man dazu Linie? Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt rechtsklick da oben drauf machen, tun wir das Schwert da reinlegen. Das können wir auch hier machen. Und zack, dann können wir nur 4 Werkzeuge reinlegen. Wenn wir wieder rechtsklick auf das entscheidende Werkzeug machen, kommt das auch wieder raus. Was ich auch für ein richtig geiles Lagerungssystem halte.
Also der Mod ist wirklich richtig cool. Ja, Crafting etc. habe ich schon gezeigt. Und auf zum nächsten. Das nächste ist der Eichenholz-Schaukasten. Und den craftet man sich so. Eichenholzstufen oder Holzstufen, Wolle und Glas. Und ich glaube, den gibt es... Nein, okay, gibt es nicht mehr. Den kann man so platzieren oder auch... oder? Oh nein, okay, das habe ich den falschen. Habe ich den verwechselt, oder? Weiß nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. So kann man ihn nicht öffnen. Man macht einfach Shift. Und dann kann man ihn öffnen. Und dann kann man sich da auch was reinlegen. Ein Grasblock zum Beispiel. Wie ich das... Es sieht einfach richtig geil aus. Kannst da einfach alles reinlegen. Ich bin mir jetzt sicher. Ich nehme einfach mal kurz das. Zack. Und da haben wir das da drin. Und sowas finde ich einfach richtig klasse. Weil man kann wirklich mit auch anderen Mods kooperieren natürlich. Und das doch einfach reinlegen. Ja. Das ist doch mal was Schönes. Craft-Rezept. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich vergesse immer, ob ich die jetzt zeige. Ja, okay. Das habe ich schon gezeigt. Das nächste in das Eichenholz-Schildchen und das craftet man sich so, Eichenholzstufen. Das Problem ist, ich habe wirklich keine Ahnung, für was das gut ist. Du kannst ja mal kurz ausprobieren. Ich guck mal hier unten. Mal kurz eine Lesebrille raus, die kommt auch noch. Und dann... Ne, okay. Okay, Leute, ich weiß wirklich nicht, für was dieses Schildchen da ist. Stand noch nichts in der Website, glaube ich. Müsste man mal selber experimentieren oder in Videos von anderen Leuten gucken, die es vielleicht herausgefunden haben. Dann haben wir als nächstes den Eichenholz- oder Holzschreibtisch. Den craftet man sich so. Drei Eichenholzstufen, zwei Bretter, eine Feder und eine Fackel. Und das stellen wir uns mal hier hin. Nehmen wir unseren schönen Block. Und jetzt können wir da uns auch wieder ein paar Bücher rausnehmen. Und die einfach hier drauflegen. Mit rechts. Und ich glaube, so. Nein, ich glaube, man muss die auch... Ja, okay, es geht auch wieder mit nur mit diesen Büchern. Und ihr habt schon gesehen, wenn man hier ein Buch und Feder drauflegt, dann kann man da einfach draufklicken. So, und es einfach machen. So, signieren. Blablabla. Schließen und signieren. Und dann steht hier auch der Titel davon. Und man kann sich das dann alles wieder mitnehmen halt. Finde ich auch eine relativ coole Sache dann. Als nächstes haben wir dann den Eichenholztisch. Ich sage jetzt einfach mal immer Eichenholztisch, weil ich immer das als Eichen genommen habe. Das hat da drei Holzstufen und zwei Eichenholzbretter. So, da legen wir uns den mal hier hin. Ich bin mir nicht sicher, ob man da alles drauflegen kann, aber ich glaube, man kann es ja. Man kann sich, also auf einen Tisch, kann man alles drauflegen, was man möchte. Oder? Ich weiß nicht, alles? Ja doch, eigentlich müsste es alles sein. Probieren wir mal so, hier, Lava-Eimer. Man kann alles drauflegen, was man möchte. Einfach, eigentlich ist der Mod so eine große Lager-Mod, sag ich jetzt mal. Aber, ja, für den, der es möchte. So, als nächstes haben wir noch was richtig Cooles. Und zwar ist das ein Rüstungsstand. Oder auch die, die Hero, glaube ich, geguckt haben. Ich glaube, da war der Bibliocraft auch drinnen. Einfach ein Armor-Stand. Und dazu können wir auch einfach die Rüstung dran aufziehen, oder? Ja, genau. Also rechts zieht man sich selber an und hier tut man sich dem Armor-Stand anziehen. Was gibt's damit zu sagen? Ja, er trägt halt eure Rüstung. So, als nächstes haben wir dann die schicke Laterne oder generell hier Beleuchtungen. Ich habe es gerade mal ein bisschen mit Inventory Tweaks hier geordnet. Und zwar eine schicke Laterne craftet man oder craftet man sich an immer anders, weil hier gibt es viel verschiedene Sachen. Ich gehe mal kurz hier und zwar gibt es hier alles in verschiedenen Farben. Hier zum Beispiel eine weiße Kerze bestehend aus Gold macht man mit zwei Goldbarren, vier Glasscheiben, Glowstone und einer Fackel. Hier mit orangener macht man einfach die Laterne rein und orangener Farbstoff. Und hier zum Beispiel, upsala, hier zum Beispiel das mit rosa Farbstoff. Die schicke Laterne, die besteht dann aus Eisen. Einfach dasselbe mit Eisen und dann mit Farbstoff halt wieder. Die Lampe ist zwei Glas, Glowstone, Gold und Gold Nuggets. Und dann kommt die schicke Laterne, besteht aus Gold und mit weißen Kram. Und dann hier schicke Lampe, die kann man dann wieder mit Farbstoff machen. Also es ist beliebig, hier gibt es sie auch nochmal in Eisen. Also das ist immer anders. Wobei, hier gibt es keine, ups, na, keine Nuggets, die man benutzen kann. Hier. Aber gut. Ups, jetzt habe ich die Lampe weggeworfen. Lampen kann man so anbringen. So. Oder so. Das ist halt beliebig. Okay, dann tun wir einfach mal alle anbringen. Ups, du stehst falsch. So.
Und die schicke Lampe kann man so anbringen und so anbringen. Mal kurz Midnight. So, CT macht alle Licht. Die macht auch ganz schön Licht. Obwohl sie auf dem Boden strahlt. Ja, warum auch nicht? Also, die Beleuchtung an sich hat riesen fette Auswahl. Obwohl, glaube ich, das Licht... Egal, welche Kerze ist, Licht ist immer gleich. Also, ich verstehe nicht, hätten auch einfach nur weiße Kerzen nehmen sollen. Aber okay, haben sich halt viel Aufwand damit gemacht. So, dann haben wir die nächsten paar Dinge noch. Die nehmen uns jetzt mal gleich alle drei raus. Ich weiß nicht, habe ich das hier? Nein. Ein Eichenholz sitzt. Ich glaube, das merkt man schon. Rechtsklick drauf, dann sieht man hier wunderschön L-Shift wieder zum Runtergehen. Dann haben wir zwei Sachen, die ich ein wenig fragwürdig finde. Das ist einmal der Drucksetzer und die Druckpresse. Eichenholz sitzt craftet man so. Die Druckpresse craftet man so. Also hier Eisen, gewichtete Druckplatte, Eisenbahn, Lohnroute und Fichten oder irgendein anderer Holz. Stufe. Drucksetzer geht so. Drucksatzrahmen, Holzstufen, Holzbretter, Redstone und Eisen. Den Rahmen craftet man sich hier so. Stufen und ein Eisen mittendrin. Und dann geben wir uns den einfach mal kurz. Brauchen wir den? Ich glaube das hier mal. Ja? Und dann kann man hier einfach rechts drauf machen. Jetzt bin ich, weiß ich aber allerdings nicht, was man hier machen kann. Also das ist wirklich seltsam. Und hier kann ich irgendwie nicht draufklicken. Also das finde ich wirklich etwas seltsam. Müsst ihr mal, glaube ich, selber rausfinden, wie das geht, weil ich weiß beim besten Willen nicht, wie das gehen soll. So, und jetzt sind wir mit der Truhe hier auch schon fertig und kommen jetzt hier zu den kleinen Hilfsmitteln, sage ich mal. Da haben wir einmal einen Kartenrahmen und dazu brauchen wir das hier. Und ich glaube, ihr könnt euch hier auch schon denken. Wir generieren uns hier mal eine Karte. So, ein bisschen schneller bitte. So, weil wenn man die, wenn nicht fertig generiert hat, kann man die jetzt auch in den Rahmen setzen, dann sieht man das aber so. Und platzieren wir hier dran, kann auch auf dem Boden platzieren. Kurz mal so. Und so. Zack. Ich mach's einfach mal rundherum. Und dann kann man hier einfach die Karte reinsetzen. Was ich wirklich richtig geil finde, kann man die gucken hier. Ja, kann man. Mal so, zack, zack, zack. Zack. Wenn man aus verschiedenen Regionen diese Karten hat, haben wir hier einen schönen Kartenblock. Screenshot. Ein Kartenblock, sag ich. Jo, ist ganz lustig. Und damit kann man jetzt noch was machen. Und zwar haben wir den Stechzirkel. Wenn wir jetzt mit dem... Ups, nicht draufschlagen. Das war doof. Nicht draufschlagen, sondern Rechtsklick machen. Also es muss wirklich genau die Stelle sein, wo ihr hin wollt. Nehmen wir einfach mal den Teich. Wegpunkt 1. Da machen wir hier zum Beispiel einfach mal Teich. Und so holen uns hier die schöne Farbe, damit man es auch erkennt. Irgendwie, sagen wir mal hier schwarz. Annehmen. Dann seht ihr jetzt, nicht gut, aber hier seht ihr einen kleinen schwarzen, wie sage ich das, Nippel. Und ja, das ist jetzt euer Wegpunkt. Mit Minimap oben habt das jetzt nichts zu tun. Ja, das wäre dann der Teich da hinten. Und ja, aber die Wegpunkte verstehe ich jetzt nicht so gut, weil, naja, für was? Es ist ja nirgendwo so eine Meteranzahl davon entfernt oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil der Spieler wird auf der Karte ja nicht angezeigt. Das nächste haben wir dann hier so ein paar kleine Sachen, das ist also nochmal der Drucksetzerrahmen. Und zwar haben wir hier einmal Keksglas, Teller und Plattenregal. Und da habe ich jetzt auch schon mal wieder was vergessen. Ich bin wieder hier super vorbereitet. Jetzt haben wir uns hier mal die Kekse und die Platten raus. Ich glaube, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Jetzt werfen wir alles nebeneinander. Das Keksglas. Tun mal hier so ein paar Kekse duplizieren. Zack, 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 zack. Alle rein. Dann haben wir hier ganz viele Kekse drin. Die sind übrigens richtig geil übereinander gestapelt. Man kann auch mal hier ein paar rausnehmen. Dann ist da nur einer drauf. Natürlich, wenn man zerschlägt. Na klar, dann gehen sie alle weg. Jo, dann tun wir mal kurz hier die Kekse weg. Die brauchen wir nicht mehr im Inventar. Die stören uns nämlich nur. So. Gut, dann haben wir den Teller. Rechtsklick drauf, zack, zack, zack reinlegen und wir haben alles. Man kann übrigens keinen Rechtsklick mehr wieder drauf machen. Einfach draufschlagen. Crafting-Rezept ist so. Drei Quarzstufen, kriegt zwei Teller, Plattenregal,
geht mit Stufen und Stöcken. Und das Keksglas habe ich wieder vergessen. Ich vergesse irgendwie so viel. Ja, ich vergesse meine Crafting-Rezepte. Upsala. Und zwar geht es so. Glasscheiben, Keks, Redstone und Eisenbahn. Für was der Redstone da ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich gucken. Ich glaube, ich habe das mit der Karte noch vergessen. Wie man den hier craftet. Und zwar craftet man sich den einfach mit Stöcken und ein Eichenholzstufe in die Mitte rein. Okay. Was ich beim Teller noch testen wollte, ist, ob das auch mit Kuchen geht. Okay, nein, es geht nicht mit Kuchen. Wäre auch ein bisschen wunderlich. So, bei den Platten ist ganz simpel. Man nimmt die Platte und macht einfach Rechtsklick auf die Stelle, wo man es hinhaben möchte. Und mit Rechtsklick drauf kann man die auch hier, tun wir einfach mal überall die rein. Rechtsklick drauf und kann man sich alle wieder rausnehmen. Crafting-Rezept habe ich schon gezeigt. Und dann geht's weiter. Jetzt kommen so kleine Sachen, die man jetzt nicht unbedingt... okay. Ich stelle sie trotzdem vor. Da haben wir zu einem die Maßbandrolle. Für was die gut ist, weiß ich jetzt nicht. Die craftet man sich so, Faden und Löwenzahngelb. Was auch sein kann, ist, dass man die für was anderes braucht. Und zwar hier für das eigentliche Maßband, oder? Ja, man braucht die Maßbandrolle dafür. Und dann einfach vier Eisenbarren drunter. Ändere Modus zur absoluten Messung. Und hier Nord, Süd, Ost, West und Höhe. Die Modus verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal. Rechtsklick auf einen Block. Starte Messung. 3, 4, 5. Jetzt seht ihr schon. Da wird angezeigt, wie weit ich jetzt von meiner von meinem Point, sage ich mal, entfernt bin. Und dafür wieder Rechtsklick drauf. Okay, nichts gemessen. Okay, dann steht die Messung. Okay, gemessen 5. Probieren wir es nochmal an. So, jetzt 4. Ah, okay. Kann man das halt so einstellen. Zack. Und dann stehen die Koordinaten, also Nord-Süd noch dazu. Finde ich, jetzt braucht man nicht unbedingt, aber wer es halt haben will. Dann haben wir doch den Marschkompass. Goldbarren vom Home, brauchen wir einen ganz normalen Kompass. Aber was der jetzt macht, habe ich auch keine Ahnung. Ich kann mal kurz gucken, aber upsala, Marsch. Für was braucht man den eigentlich, für irgendwas? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob man den für irgendwas Besonderes braucht. Also ich weiß es nicht. Dann haben wir auf den Redstone Band 1. Da gibt es auch, glaube ich, ja, gibt es nur ein Band. Bei Beside Play LP, die passt sich immer dem Spielernamen an. Rechtsklick drauf, Buchtitel und dann einfach mal Mod-Vorstellung. Ja, die Redstone-Buch wird von einer Kombination mit einem Bücherschrank verwendet. Also, safe halt. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, das habe ich mir jetzt auch nicht durchgelesen. Ihr könnt jetzt ja Pause machen und euch das mal durchlesen. Weil ich werde das jetzt nicht vorlesen, ich bin halt dafür. Ja genau, Crafting. Ich weiß nicht, gibt es dafür ein Crafting jetzt? Oh ja, einfach nur Buch und Redstone-Fackel, also recht billig. Dann haben wir noch ein paar Kleidungsstücke, dafür gehe ich mal in den Game Mode 0. Und zwar haben wir einmal das Monokel, das man sich craftet mit Goldnuggets und Glasscheibe, das einen halben Rüstungspunkt bietet und ziemlich fesch ist. Allerdings jetzt wegen dem Animated Player und meiner schicken Brille im Face ein bisschen störend. So, dann haben wir hier noch die Lesebrille. Einfach, oder? Ja doch. Einfach zwei Glasscheiben, eine Eisenbarren und zwei Tintenbeutel. Ja. Die sieht auch ein bisschen seltsam aus, weil ich ja schon eine Brille auf habe und halt wegen Animated Player. Macht ebenfalls einen hellen Rüstungspunkt. Dann haben wir noch die getönte Brille. Einfach eine Lesebrille und einen grauen Farbstoff, was dann so eine ergibt. Alles gibt einen halben Rüstungspunkt, also nicht wundern. Relativ. Dazu bräuchten wir jetzt nochmal den, hier. So ein. Ups, das habe ich mir nicht ausgenommen. So, setzen wir nochmal auf den Boden. Damit dieser Block wurde gesperrt. Komischerweise kann ich ihn immer noch öffnen. Also ich weiß es wirklich nicht. Also hier übrigens in den Schaukasten kann man ja auch noch was ran tun. Achso, okay, ich habe das jetzt verwechselt. Sorry. Also ich weiß es auch nicht, für was der gut ist. Genau dasselbe mit dem... Oder? Ah, okay. Jetzt weiß ich es doch. Wenn man Dressing da drauf macht, kann man den Position also verändern. Ich weiß nicht, ist es bei anderen Sachen auch so? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Damit kann man nur die Stellung verändern. Ah, okay.
Crafting-Rezept ist orange gefärbter Lehm, Redstone-Block, Knopf und Eisenbahn. Jo, zu guter Letzt haben wir noch das Glam-Brett. Ganz normal geben wir oben einen Titel ein, Mod-Vorstellung, dann hier, vorstellen, ja. Hier kann man wenigstens auch hier so zurückgehen, nicht ganz anders im Buch. Und dann kann man das ja so machen, zack, zack, hat unendlich viele Seiten, glaube ich, oder auch nur 50. Weiß ich jetzt auch nicht, und dann kann man sich einfach einen Haken machen. Oder halt ein Kreuz, bin ich erledigt. Das ist auch gut für ein paar Notizen, die man sich machen kann. Das Klemmbrett craftet man sich folgendermaßen. Papier, Federn, Tintenbeutel und eine Druckplatte. Was die Druckplatte da drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und das sind einfach nur, ich weiß gar nicht, für was man das Birkenholz-Sitzlehne macht. Das weiß ich auch nicht, ob man sich den Stuhl damit craftet, oder? Nö. Okay. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nicht, dass hier wieder irgendwas... Nein, ich habe nichts vergessen. Und doch, habe ich. Ich töte das Schaf. Ja. Okay, wie immer gilt, wenn euch der Mod gefallen hat, dann downloadet ihn euch doch einfach. Download-Link natürlich immer in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch mal den Kanal Cyberplayer und schaut doch mal bei meinem Filmstudio vorbei. Link auch in der Beschreibung, denn das ist mein Zweitkanal. Und da sind auch schon einige Mod-Vorstellungen drauf. Und wenn es euch noch gefallen hat, dann einfach liken und kommentieren und einfach weitere Vorschläge in die Beschreibung packen. Würde mich sehr freuen. Bis dann, euer Cyberplayer.